Hallo zusammen, hier ist zusammen zocken und ich zocke weiter Diablo 3 Reaper auf Souls natürlich, ja. Ich dachte, Souls ist ja das andere, die andere Reihe, aber es heißt tatsächlich auch Souls, ja. Und jetzt war ich hier am Überlegen, soll ich auf die Breitaxt gehen? Dann habe ich aber kein Schild. Ach doch. Gut. Dann brauche ich nicht viel überlegen. Dann nehme ich die. Ja. Außerdem sehe ich da oben. Habe ich irgendwas mit den Fähigkeiten? Genau. Da unten. Der Schild zersplittert explosionsartig in kleinen Fragmenten, die zusätzliche Gegner treffen. Puh. Das probieren wir mal aus, obwohl ich gerade eine andere Fähigkeit ausprobiert hatte oder eingesetzt hatte. Aber so ist das. Diablo 3. Hinter jedem Gegner findet man wieder. Oh, was hat denn da? Findet man wieder neue, vielleicht bessere Ausrüstung, Fähigkeiten. Ja. Davon hatte ich schon gehört. Habe ich hier was? Nö. Treff doch. Jo. Da. Ach, doppelter Schlag. Hatte ich aufgeladen, glaube ich. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist es weg, weg, weg. Was ist das immer? Autsch, autsch. Nur Geduld. Au, 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 au.
Weg, weg, weg. Was? Puh, 11 bis 12 Schaden. 2 Handflegel. Ach nee, dann lasse ich meine neue Axt. Hui. Ach so, das ist so ein Teil, was uns eine Fähigkeit gibt, ne? Für eine kurze Zeit. Oh. Ich muss weg hier. Ich muss weg hier. Hey, 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 was ist hier los? Ich wurde gerade hingezogen. Aha. Aha. Hallo, hallo. Jo. Das war schon ein bisschen heftig. Au, 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 au.
Holla, die Waldfee. Ich glaube, Diablo macht richtig Bock, wenn man das ordentlich beherrscht. Also nicht so wie ich jetzt. Sondern so ordentlich, richtig, ne? Dann geht das schon richtig ab, glaube ich. Was ist da passiert? Aktive Fertigkeit freigeschaltet. Eisenhaut. Huh, was ist denn da passiert? Abklingzeit 30 Sekunden. Und was macht die? Eure Haut wird zu Eisen, sodass ihr für kurze Zeit deutlich weniger Schaden erleidet. Und was war das? Eine Licht... Welle bricht aus eurem Schild hervor und blendet alle Gegner vor euch. Aha. Dann nehmen wir das. Hat nur eine extrem hohe Abklingzeit, aber ich weiß auch nicht, wie lange der Effekt drauf bleibt. Eine Armschiene. Aha, interessant. Was ist das? Was passiert da immer, wenn dieser Effekt kommt? Herausforderung Grabräuber 10. Was war das? Das weiß ich auch noch nicht. Oh. Der Controller verlässt mich demnächst. Na komm her, du. Du sollst da nicht alleine bleiben. Ja. Kann man das Ding hier eigentlich nur einmal anwenden? Also nicht so wie bei The Witcher 3. Das ist ja dann nach einer Weile hat sich das wieder aufgeladen und dann konnte man das
nochmal verwenden. Das geht hier, glaube ich, nicht. Sieht jedenfalls so aus, als ob man das nur einmal benutzen kann. Finde den Friedhof der Verlassenen im Heim des... ja. Wow, 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 wow. Heilbrunnen. Brauche ich gerade nicht. Aber gut, dass das hier ist. Okay. Dann geht's hier da rein. Was sagt die Uhr? Ist okay. Heilbrunnen. Eingeweihte Krypta. Und diese Heilbrunnen, kann ich die auch nur einmal benutzen? Ich weiß es auch nicht. Die erinnern an Lords of the Fallen. Nein, Quatsch, an... Moment, Dingsbums, ne? Na, wie heißt das? Shadow... Nein, Shadow... Auch nicht. Was passiert hier eigentlich? Brunnen des Reflexion. Wir verfügen jetzt über eine Reflexion, Erfahrungsbonus, der Bonus bleibt bestehen. Viel zu schnell geht das weg. Lord of the Shadow. Das meinte ich. Ja, jetzt ist meine Haut Stahl. Das hält aber wirklich nicht lange. Wow, wow, wow. Was ist das? Steintruhe. Aha. 60. 8 plus Vitalität. Aber diese plus 4 Leben pro Sekunde, das ist schon, glaube ich, ganz, ganz fein. Blockwert 13 bis 18. Maximaler Zorn. Nur Kreuzritter. Ich teste das mal, oder? 60 Rüstung, da sage ich doch nicht nein. Was war das jetzt wieder? Grabräuber haben mein Grab entweiht.
Nun windet sich mein Mann in Pein, weil ich nicht an seiner Seite ruhe. Bringt meine Knochen zurück, auf dass wir in Frieden ruhen können. Neues Ereignis. Eine zerbrochene Krone sucht nach dem Altar des Kanzlers unterhalb des Friedhofs der Verlassenen. Die Krone durchsucht die Bestattungsurne nach den Knochen von Lady Dunhild. Okay. Bestattungsurne. Okay. Wer schießt denn da? Ist aber unfair. Noch nicht. Im Namen des Lichts. Sekunden, was passiert da eigentlich? Was passiert hier eigentlich? Okay, ich glaube hier, genau, hier war ja auch so eins. Oh. Was war das? Was ist das? Oh, verdrückt, verklickt. Ja, ich sehe, dass ich nicht in die richtige Richtung laufe. Aber ich wollte hier noch mal schauen. Was ist das immer? Nein. Interessant finde ich auch, dass ich mich noch kein einziges Mal habe heilen müssen mit dem Heiltrank. Hui. Okay, aber ich habe noch, ich habe so viele Sachen gefunden, zum Beispiel das hier, das ist so ein gewöhnlicher, dann lasse ich das, was ich habe, magisch, und dann habe ich hier noch was, achso, das habe ich schon ausgerüstet,
Und dann habe ich hier und da plus 8 Gold von Monster, magisches. Und dann, nein, da ist auch noch was magisches. Ach, das plus 2 Leben pro Treffer. Ja, nehmen wir das. Und außerdem Quest. Was wollte ich nachschauen? Ja, Quest. Wo war denn das mit dem Knochen? Ach, keine Lust zu suchen jetzt. Es wird ja wohl eine Nebenquest sein. Aber wo findet man die dann? Keine Ahnung. Also hier könnte ich wieder raus. Aber... oh, da war noch Gold. Was ist das? Da ist noch dieser Pfeil. Ich folge mal dem Pfeil. Kann sein, dass ich noch nicht überall gewesen bin. Das kann ganz gut sein. Da war ich wohl schon. Ja, genau. Hier war ich noch nicht. Die Tür, da passiert nichts. Genau. Sarkophag des Dunghüls. Was? Wow. Was ist hier passiert? Neue Rune für Schlitzen. Aktive Fertigkeit freigeschaltet. Provokation. Außerdem, jede Menge hier. Ist ja riesig, was man hier bekommt. Erstmal schaue ich mir die Fertigkeit an. Junge, Junge, überall blinkt es. Es ist ja verrückt. Der Angriff wird in reine Blitzenergie umgewandelt und hat eine Chance, getroffene Gegner zu betäuben. Und das andere war, wenn ihr einen Angriff blockt, während gestandene Sinne aktiv ist, gebt ihr Wut in Flammen auf, wodurch der Gegner in der Nähe Schaden erleidet. Junge, Junge, ich probiere das mal aus. Außerdem war noch hier Provokation. Verspottet alle Gegner in der Nähe und erzeugt sofort zusätzlich 5 Zorn für jeden verspotteten Gegner. Ach, das ist ja ganz nett. Ein netter Effekt. Okay. Ach so, ja. Und im Inventar war auch noch jede Menge. Hier. Nee. Ja, keine Ahnung, was jetzt da noch war. Aber geht's denn irgendwie weiter? Ich meine, habe ich denn diese kleinen Nebenquests jetzt noch erreicht? Weil ich guck noch mal rein. Was ist das eigentlich so? Naja. Nee. Das ist der Einträge. Personen. Keine Ahnung.
Weiß nicht, wo ich diese Quest, diese kleine Quest mit dem, dass man hier diese Sachen da. Ja, die Knochen, ne? Die Knochen der Frau findet. Ich gehe noch mal zurück. Vielleicht kommt vorne noch was. Hier war ich noch gar nicht. Kobolde. Wenn ich hier noch nicht war, dann verstehe ich nicht, warum diese Schale da nicht aktiv war. Okay, hier ist der Anfang. Na gut, dann gehe ich nochmal zurück und an diese Stelle, wo es da weitergehen soll. Heilbrunnen, ich glaube, man wird nur einmal geheilt. Nicht so wie bei Lord of the Shadow. Wir haben einen Helm bekommen. Sieht schon imposant aus, plötzlich, ne? So, Friedhof der Verlassenen. Achtung, wollt ihr zum Eingang des aktuellen Dungeon reisen? Wieso Achtung? Ja. Wieso nicht? Sucht nach dem Altar des Kanzlers unterhalb des Friedhofs des Verlassenen. Okay. Ich sehe keine Markierung in der Minimap. Heißt das, dass wir da unten noch weiteres finden? Register des Toten. Nach Leoriks Ernennung zum König brachte er viele Adlige mit sich. Und die wollen natürlich alle, warum auch immer, edle Krypten. Also habe ich mir meine Schaufel geschnappt, weil ich dachte, ich könnte mit ein paar Löchern leichtes Gold verdienen. Ha! Die Nachfrage in der Gegend hier ist endlos. Jetzt grabe ich von morgens bis abends. Selbst meine Träume sind voller Erde. Mhm. Wo müssen wir denn jetzt hin? Das ist hier die Frage, ne? Schrein des Schutzes. Ach, hier... Eingeweihte Krypta. Also, hier gibt es noch weitere Dungeons und Dungeons unter dem Friedhof. Geduld.
Holzaxt. Holzaxt 10. Nein, danke. War hier noch was? So. Ganz schön verwinkelt hier. Noch mehr als das der erste Dungeon. Oder Krypta. Oder wie auch immer. Wow, wow, wow. Kniet nieder vor Zakarut. Hui. Wo geht's weiter? Wo geht's weiter? Hier. Die Nachforschungen haben ergeben, dass ein hoher Geistlicher der Zakarum, Akan, die Verderbnis zu spüren begann, die am Herzen seines Glaubens fraß. Er wusste, dass sie mit der Zeit seine geliebte Kirche zerstören würde und dass er handeln musste. Nach langem Beten kam Akan die Idee eines Kreuzritterordens. Da war ich doch schon. Ich muss mich jetzt dran gewöhnen, die Dreiecktaste zu benutzen. Habe ich ja noch gar nicht gemacht. Ah ja, hier geht's weiter. Thank you.
Ebene 2. Ob es in den anderen Dungeon auch eine zweite Ebene gab? Wenn ich gehe nochmal zurück, weil ich glaube, ich konnte auch noch nach oben, so wie es aussah. Hier. Ja. Okay. Ach so, war ich hier rechts rein eigentlich schon? Ja, sieht so aus. Da war ich schon. Oh, ein kleiner Miniboss. Noch nicht. Was habe ich da bekommen? Ach so, die Krone. Legendäre Transmogrifikation. Das erstmalige Identifizieren eines legendären Gegenstands. Nicht so schnell, Mann. Aber die soll ich ja bestimmt nicht tragen können, oder doch? Anlegen. Okay, dann verstärkt die Wirkung jedes Edelsteins, der in diesen Gegenstand eingesetzt ist, um 90%. Dieser Effekt wird sich nicht auf die legendäre Edelsteine aus. Plus 6 Erfahrung pro getötete Gegner. Okay, was ist hier? Plus 6 Erfahrung. Nehmen wir auch. Und da auch noch was. Okay. Ach so, nur Barbar. Okay. Also der kleine Boss hier, das ging schon ganz gut. Da waren ja andere Gegner, wenn die in Massen kommen, natürlich schwieriger. Lederkapuze. Ja,
plus 15 oder so. Schrein der Leichtfüßigkeit. Wow, 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 was geht denn ab? Noch nicht bereit. Noch nicht. Oh. Da möchte ich jetzt noch nicht hin. Das sieht gut aus. Nein, ich werde nicht erlauben, dass ihr dieses Monster Leoric erneut auf die Welt loslasst. Lederwams. Okay. Freigeschaltet Platz für passive Fertigkeit. Passive Fertigkeit freigeschaltet himmlische Stärke. Nehmt die Krone des Skelettkönigs von Altar des Kanzlers. Passive Fertigkeit Imbrunst. Ereignis beendet. Stadtportal. Benutzt das Stadtportal, um nach Neutristan zurückzukehren. Sprecht mit Hedrick Imon. Okay, drücke, um das Stadtportal zu verwenden und in die Stadt zurückzukehren. Okay, aber erstmal, ja, ist ja klar, erstmal hier die Lage checken. Und dann habe ich ein paar Fertigkeiten bekommen. Die muss ich auch nochmal checken. Muss alles checken. Ja, aber ich glaube, das war's. Dann checken wir mal. Wo? Ach, hier. Nicht zugewiesen. Das ist das erste Platz für passive Fertigkeiten. Aha. Und wo wäre das dann, wenn die, um die aktiv zu setzen? Ach, zuweisen. Das kann man dann zuweisen. Zwei Handwaffe habe ich ja nicht. Erhöht eure Angriffsgeschwindigkeit um 15% und reduziert alle Abklingzeiten um 15%, wenn ihr eine Einhandwaffe verwendet, die unglaublich wäre. Aha. Puh. Da weiß ich jetzt nicht. Nee, ich lasse das mal. Ich lasse das mal, was ich habe. Obwohl das hier. Aha. Wie war das? 15% Abklingzeit und Angriffsgeschwindigkeit. Aha. Achso, Moment. Hä? Passiv und... Ja, die Frage ist, wie aktiviere ich die denn? Charakterdetail, Fertigkeiten, Kategorie auswählen. Stehe ich nicht. Wo setzt man die ein? Ach so, das ist passiv. Also das ist... die wird nicht aktiviert, sondern die ist ständig... Verstehe, ja. Okay. Okay. Schön, 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 schön. Gut. Ich kehre in die Stadt zurück. Genau.
Ein zerbrochene Krone benutzt das Stadtportal. Sprecht mit Hedrick Imon. Ihr habt die Krone gefunden. Um ehrlich zu sein, hätte ich es nicht erwartet, euch je lebend wiederzusehen. Ah, sie muss repariert werden. Sollte kein Problem sein. Es ist schön, wieder zu arbeiten. Bitte. Genauso neu wie an dem Tag, an dem sie dem finsteren König auf den Kopf gesetzt wurde. Ich habe genug vom Schaufeln, Schmieden. Ich muss mich mit etwas Sinnvollem ablenken, damit mein Leben wieder Bedeutung hat. Dann schließt euch meinem Kreuzzug an. Es ist ein hartes Brot. Belohnungen sind rar gesät und wahrscheinlich werdet ihr dabei sterben. Nun, das klingt recht bedeutsam. Und abschreckend. Immerhin werdet ihr so interessante Orte zu sehen bekommen. Aber ich habe schlechte Neuigkeiten. Euer Lehrling ist gefallen. Ach, der dumme Bursche hat nie auf mich gehört. Aber im Grunde war er ein guter Junge. Ich danke euch, Kreuzritter. Ab jetzt steht Ihnen der Schmied zur Verfügung. Herausforderung auf zum Amboss. Königlicher Schild. Erzählt mir von eurem Großvater. Er war König Leoriks Kanzler. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Ich lebte zu der Zeit mit meinem Vater in Caldeum. Wir haben gehört, dass mein Großvater bis zum Ende in Tristram blieb und versuchte, Leben zu retten. Keine Ahnung, ob es ihm gelang. So ist es eben. Als der Skelettkönig fiel, lag mein Großvater durch eine Schwertwunde tödlich verletzt im Sterben. Er hat die Krone mit in sein versiegeltes Grab genommen, um sie sicher zu verwahren. Er tat, was er tun musste. Ihr verschreibt euch der Arbeit für den Kreuzzug. Ist das eure Art zu trauern? Ich nehme nicht an eurem Kreuzzug teil. Es ist nicht euer Kampf, Freund. Aber jeder muss an etwas glauben. Ich glaube, dass diese Rüstung eine Reparatur gebrauchen kann. Das soll mir genügen. Ich werde euch nicht weiter von der Arbeit abhalten. Okay. Was kann der noch? Ach so, der muss wieder ausgebildet werden. Stufe 1. 5000. Oh. Für was eigentlich? Erhöht die maximale Stufe von herstellbaren Gegenständen auf 20. Herstellbare Gegenstände. Aha. Ich bin ja noch ein bisschen unsicher, was das alles bedeutet. Angelegte Gegenstände reparieren. Beschädigte Gegenstände verwerten. Ich kann bestimmt einiges verwerten. Aber wozu eigentlich? Gegenstand zur Wiederverwertung auswählen. Ich meine, was habe ich davon? Puh. Unübersichtlich, weil ich weiß jetzt gar nicht genau, was ich anhabe. Details. Schade, dass man nicht vergleichen kann. Und wenn ich das auswähle, was habe ich davon? Wiederverwerten. Im Handwerksmaterialien umwandeln. Achso. Rüstung, Waffe. Puh. Gute Frage. Das muss man sich mal näher angucken. Aber nicht
jetzt und nicht in diesem Part mehr, sondern im nächsten. Oh, wir sehen ja wirklich wie ein fliegender König aus, wie ein gefiederter König. Diese Flügel erinnern mich auch an ein anderes Spiel hier, God of War. Welcher Teil war das? Weiß ich nicht. Ja, genau. Und genau. Ich glaube, wir haben schon ganz schön viel Fortschritt genommen. Dafür, dass wir, ich glaube, 3 Parts waren das jetzt gemacht haben. Also 3 Stunden. Jo. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao.